Sarah affronte ces temps une phase difficile de sa vie. Hein, pourquoi vous me laissez pas seule? Pourquoi moi je peux pas aussi être seule? Sarah ist ein 17-jähriges Mädchen, also die junge Frau, die die Theater spielt in einer Jugendtheatergruppe und sozusagen Schwierigkeiten hat, das zum Ausdruck zu bringen, was da in ihr drin eigentlich los ist und sich eben auch in einem Art inneren Labyrinth verliert, wo es nur schreiliche Ausdrucksformen gibt für sie, für das, was da passiert und sich immer mehr quasi eigentlich in so eine Isolation reinbegibt und aus der nicht mehr rauskommt. Die Weltpremiere war in Venedig auf der Settimana della Critica und jetzt haben wir hier sozusagen in Zürich die Schweiz-Premiere des Films. Also die Idee, weiß ich nicht, sagen wir mal, der Anfangsimpuls, der war sozusagen ein Gefühl von Wut. Das war eigentlich entstanden, als ich selber jugendlich war in Fribourg. Und da hatte ich dann halt auch einige Geschichten erlebt. Es geht auch um Selbstmord im Film und wo sozusagen sowas passiert war. Und was so eine Art von ja, Wut einer Jugendlichen war, die so noch nicht wusste, was sie da jetzt dagegen tun kann. Und mit dem Gefühl, dass ich irgendwann mir irgendwie die Mittel schaffen werde, etwas dagegen zu tun. So. Und dann habe ich mir halt diese Mittel erarbeitet, indem ich halt das Filme machen gelernt habe und dann sozusagen immerhin diesen Film irgendwie dahinsetzen konnte. So. Naja, viele. In Deutschland zum Beispiel Fassbinder, also sagen wir mal zum Beispiel Berlin Alexanderplatz, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es gibt so viele. Es gibt Sion Sono, ein japanischer Regisseur. Zum Bezug auf den Film, den ich gemacht habe, der in der Zeit jetzt wichtig war für mich. Ja, alte Regisseure wie Rossellini, für ihre Art, einfach Figuren zu zeigen und den Humor auch, den man in seinen Filmen findet. Jetzt zum Beispiel ein Film, den ich wahnsinnig oft geschaut habe, war irgendwie Mulholland Drive von Lynch, weil ich da auch mal was drüber geschrieben hatte und dadurch den quasi, das wäre jetzt so ein Film, den ich dann so komplett ja, bis ins Letzte halt immer wieder geschaut habe, wie so ein Puzzle, was ich immer wieder versucht habe, so zusammenzubasteln. Mein Schweizer Kino sind natürlich viele, viele, viele unterschiedliche Arten auch des Filmemachens und ich habe mir dann vielleicht so meine Art von Schweizer Kino, dem ich folge. Das heißt, ich habe irgendwie ältere Sachen, wie so zum Beispiel Claude Goretta, La Dentelière ist ein Film aus den 70er Jahren, 79, der für mich sehr wichtig war für den Film. Und ältere, auch so von Alain Tanner, irgendwie Messidor, war auch ein Film, wo zwei junge Mädchen so ein Roadmovie durch die Schweiz, so ein unmögliches Roadmovie machen. Das heißt, das ist so eine Linie sozusagen, die mich da interessiert hat. Und dann neuere Sachen habe ich viel, also zum Beispiel Peter Lichti, dessen Filme und über Vaters Garten habe ich eben Tanja Stöcklin, mich auf Tanja Stöcklin aufmerksam geworden, habe sie dann gefragt, ob sie einen Film schneidet. Das heißt, es gibt eben so, ja, man sucht sich ja alle, denken halt unterschiedlich und machen unterschiedliche Filme und dann findet man die, wo man so am meisten so eine Verwandtschaft spürt oder sowas. Pour nous, je dirais qu'on est presque heureux et en tout cas soulagés de voir que Sarah parvienne à exprimer cette tristesse et ce désespoir. Mais cela ne justifie absolument pas un acte de telle agressivité, en fait. C'est plus une enfant, merde !